Läuft die Kamera? Ja. Hallo, ich bin der Halo-Stein. Die Game-On-Buben nennen mich immer so, weil sie hierher kommen, wenn ein neues Halo-Spiel rauskommt. Ah, da sind sie auch schon. Hallo, hey, Halo-Stein. Hallo, Game-On-Buben. Alles gut? Ja, alles super. Ja, dann kann es ja losgehen. Ja, klar. Und ich glaube, dass wir ihn hier auch noch irgendwie zersägt haben, den armen Halo-Stein. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich will es mir nochmal angucken. Das alt anzuschauen. Monster-Events. Entschuldigung. Was hängt dir über spielerisch spielen? Heute so einen Eisen gepackt hat. Ich wurde alle. Okay, mach's raus. Krass, wir haben ihn nicht zersägt. Das haben wir ein andermal gemacht. Gut, das ist der Halo-Stein. Hier ist fertig geladen. Wir starten jetzt die Kampagne, denn sie ist ja nun fertig. Oh Mann! Jemand schreibt mir Tab drücken, wenn du Halo 1 spielst. Was passiert denn dann? Na, muss ich mal gucken. Wahrscheinlich eine Granate oder schlagen. Oh Mann! So, rein jetzt damit. Die Pillar of Autumn, ne? Und das meinten sie auch in der Doku. Man kriegt so viel über diese Gordana, Welt mit. Haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Leider nicht die englische Synchro gerade. Die hätte ich eigentlich lieber. Das war ein blinder Sprung. Und sie sind... Vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Nein, das ist nicht Infinite. Kaliber. CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von 3 Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Ja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alle, Sir? Alle. Alle. Wie viele Würste, wie viele Rügenwalder Fettwürste willst du denn haben? Hm? Alle. Empfangen wir Sie recht herzlich. Habe schon angefangen. Achtung, alle Kampftruppen. Begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Okay, ich drück mal Tab. Bringt gar nichts, lieber Chat. Ich weiß nicht genau, was ihr mir da sagt. Aber Tab drücken bringt nichts. Das alleine. Du guckst das Spiel zum ersten Mal, siehst du das Intro, siehst diese geilen Panzer, siehst diese ganze Aliens-artige Militärgeschichte und denkst nur, okay, Hammer, will ich spielen. Wann kann ich so einen Jeep haben? Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Jetzt muss man zu Halo ja sagen, der Grund, warum die springen, ist, weil die Position der Erde in der KI ist. Und deswegen haben die die Anweisung, nicht zur Erde zurückzukehren, wenn sie verfolgt werden von den Covenant-Truppen. Deswegen sind sie blind irgendwo hingesprungen. Und deswegen landen sie plötzlich überhaupt erst beim Halo-Ring. Und die Aliens wissen aber auch nichts davon und landen da auch erst. Also es ist einfach geil. Achtung an alle. So smart eigentlich gemacht für den ersten Teil einer solchen epischen Reihe. Das Cole-Protokoll, genau. Lieber Chat. Wow. Gut, tauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Genau, Chat, die Covenant-Truppen wussten von dem Ring, aber nicht, wie man ihn bedient, denn die Ringe sind ja Technologie von den Forerunnern, also der Generation von Aliens, die lange vorher da waren und dann auch schon verschwunden sind. Warum, erfahren wir am Ende von Halo 1, was auch geil ist.
wurde ja vorhin auch erzählt. Schnell auftauen, Master Chief. Es ist gerade etwas hektisch. Die Desorientierung sollte schnell vergehen. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Wir haben Sie sofort kampfbereit. Mann, ihr habt aber alle scheiß Stimmen. Warum habt ihr nicht Elton oder so genommen? Der hätte das sicher besser gemacht. Meine Panzerung ist versteift. Ich halte Ihre Zustandsmonitore online, Sir. Nicht nur die Panzerung, hätte ich dann gesagt. Nein, da mache ich mich natürlich nur lustig, aber die deutsche Synchro ist halt leider nicht so gut. Okay, Sir, Sie können aus der Röhre kommen. Okay, Sir, Sie können jetzt aus der Röhre kommen. Okay, Sir, kommen Sie aus der Röhre. Kommen Sie aus der Röhre, Sir. Ich habe Ihnen die doppelte Dosis Aufwachmittel gegeben. Verziehen Sie sich hier erstmal die Beine und kommen Sie dann zu mir in die optische... Du klingst, als hättest du das Schlafmittel genommen. So, AWSD zum Bewegen. So, ich mach mal kurz Escape und geh in die Einstellung und stell es auf Englisch. Das kann sich ja keine Sau anhören. Steht aber nirgendwo, ne? Kann man gar nicht. Gameplay vielleicht? Nee. Doch, da. Hier vielleicht. Untertitel. Sprache ändern. Alter. Unfassbar, ne? Unfassbar, dass man dazu zurück muss. Aber das ist es mir wert. Ich mach den Text mal auf Deutsch. So, muss ich jetzt direkt original nochmal starten oder was? Na gut, dann drücke ich es halt schnell weg, ne? Fortfahren, okay. So. Okay, wir haben jetzt nur noch 20 Minuten, aber wir wollen ja auch nur kurz reinspielen, ne? Wir wollen hier kurz ein bisschen dödeln. Kurz, wir können wahrscheinlich gerade so die Pillar of Autumn verlassen und dann auf dem Halo-Ring landen, bevor wir wieder am Ende sind. Oh, danke an die Leute von Shuyoka und von Florentin. Ich krieg das mit den Raids leider nicht immer ganz mit. Ist aber nicht respektlos gemeint. Ich habe das halt, wie gesagt, nicht mitgekriegt. So? Guck ich so rum? Ist das okay so? Kurz Untertitel einstellen, damit ihr auch was davon habt, was ich hier mache. So, wo ist das? Untertitel. Vielleicht geht das gar nicht, ne? Kann das sein? Dass das wieder hier nicht geht? Das wäre so komisch. Da. Untertitel an. Okay. Na, endlich. Vital signs look normal. No freezer burn. Okay, Sir. Go ahead and climb out of the cryo tube. Da sieht man sich zum ersten Mal und denkt nur, Alter, ich bin auch dreimal so groß wie der Typ. I gave you a double dose of the wake-up stim. Take a quick walk around the cryo bay and join me at the optical diagnostic station when you're ready. Na komm, wo ist denn die optische Diagnosestation? Hier, ne? Geil, jetzt wird der erste Dings aufgeladen. Das Schild. Ja, doch. I know the ordnance techs usually take care of your targeting sensors, but we're short of time, Chief. Ah, jetzt kann man mit Tab umschalten. Ja, so sah das aus. Also gerade dieser Effekt ist natürlich verdammt cool, dass hier mit einem Mal alle Texturen geladen werden. Hier hat man übrigens zum ersten Mal dann das Invertierte beigebracht bekommen. Nein. Nein, ich will das aber nicht. Erneut umkehren. Okay. Try looking up and down again, please. Do you want me to leave it like that or switch it again? Nicht zu ändern. Okay, I'll leave the pitch normal. But if you want, you can change it yourself later. Das ist so faszinierend, oder? Da liegen 20, naja, man kann sagen 15 Jahre zwischen diesen beiden Grafiken. Digga, komm, wir werden angegriffen. Keine Zeit. Los, los, los. Werf das Ding an. Ja, jemand sagt mir gerade im Chat, das alte ist aber dezent aufgehübscht. Ja, das kann schon sein. Okay, bring his energy shields online, please. All right. Shield read is fully charged. Okay, Sir. Bring them down to test the automatic recharge. Aber sie haben ihn schon wirklich ganz anders aussehen lassen, ne? Naja.
Wenn man so ein Dimensionsportal hätte in eine Low-Res-Dimension, dann wäre das das wahrscheinlich. Würde das so aussehen. Was? Immer eine gute Idee. Tja. Das ist das erste Mal, dass die Covenant den Dämon sehen, wie sie den Master Chief nennen. Das ist ein bisschen wie der Doomslayer bei Halo. Oh, das tut mir leid. Zum Glück konntest du mir noch alles Wichtige erklären. Oh, falscher Weg, ne? Vielleicht hier lang? Man könnte es in gewisser Weise den ganzen Tag machen. Ich hab doch keine Waffe. Ja. Also ich empfehle auch denjenigen, die Halo damals nicht gespielt haben, Halo gerne mal anzufangen. Es macht einfach immer noch Spaß. Es ist das Halo-Gameplay ist ja der eigentliche Star, neben der doch sehr gelungenen Story, wenn man auf Sci-Fi-Action-Spiele steht. Aber auch die Bücher sind toll, das ganze Universum ist einfach sehr schön ausgebaut. He's got the key, he's got the captain, he's got the key to the Pillar of Autumn, he is the keys. Fliegt mir so zu. Da kabbeln sie sich schon. Report. It must have been one of their boarding parties. I'd guess an antimatter charge. Ma'am, fire control for the main cannon is offline. Captain, the cannon was my last offensive option. All right then. I'm initiating Cold Protocol Article 2. We're abandoning the Autumn. That means you too, Cortana. While you do what? Go down with the ship? Mit seiner kleinen Sci-Pfeife. I'm gonna try and land the Autumn on it. With all due respect, sir, this war has enough dead heroes. I appreciate your concern, Cortana, but it's not up to me. Protocol is clear. Destruction or capture of a shipboard AI is absolutely unacceptable, and that means you're leaving ship. Lock in a selection of emergency landing zones, upload them to my neural lace, and then sort yourself for a heart transfer. Aye, aye, sir. Which is where you come in, Chief. Get Cortana off this ship. Keep her safe from the enemy. If they capture her, they'll learn everything. Force deployment, weapons research. Earth. The Autumn will continue evasive maneuvers until you initiate a landing sequence. Not that you'll listen, but I'd suggest letting my sub. Ich lese das gerade im Chat und finde ich lustig, weil der fragt, Cheeky fragt mich, warum es bisher kein Beans vs. Halo gab. Das war sogar das erste Beans vs., was es jemals gab. War damals mit Bell und Orange Shirt. Das war irgendjemand, der war wirklich zufällig da, der kam zufällig vorbei, der war, arbeitete gar nicht bei uns. Und der hat dann mitgespielt und wir fanden das irgendwie cool. Und haben den dann bis abends, haben wir mit ihm zusammen Halo 1 durchgespielt. Ich weiß noch genau, wie wir dann am Ende, die Flucht mit dem Jeep hat nochmal ewig gedauert. Und Orange Shirt, so hieß er, hat das, glaube ich, damals gelöst, den letzten Level. Gruß an dieser Stelle an Orange Shirt und B Rocket Beans, der gerade hier ein Abo dagelassen hat. So, wie kann man hier nochmal hauen? Das ist ja jetzt alles anders. Ah, okay.
Ich glaube fast, es ist zu einfach auf normal. Ich empfehle euch Koop auf Legendary. Das ist, finde ich, Halo, so wie es gespielt werden sollte. Zweier Koop auf Legendary. So, wo sind die Granaten? Ach, die habe ich glaube ich noch gar nicht. Es ist nichts befriediger als diese kleinen Dödel mitten ins Gesicht hauen, weil die halt auch nichts können. Die haben es halt echt verdient. Aber Moment, ich dachte, ich kann zwei Waffen nehmen. Genau. Okay. Oh Scheiße, hier wird das Ding ja automatisch irgendwann losgelassen. Das war ein Fehler. Doch nicht. What the hell? Did something just hit us? Move it! Back to the airlock! Look, there he is! Genau, die nutzen nämlich unsere Airlocks, um reinzukommen. Was ich übrigens richtig cool finde, ist von der Lore her, dass diese Wesen, das sind ja alles so aus dem Universum zusammengeklaute Rassen, die von den oberen Kasten dieser Alien-Gruppierung versklavt werden. Und die haben hier, weil die eigentlich gar nicht hier leben können, haben die hier diese Gasmasken und haben vor allen Dingen auch diesen komischen Körper, der eigentlich nur zum Lebenserhalt da ist, damit die quasi kämpfen können. In feindlichem Terrain. Sind alle, also hier hat wirklich alles, hat hier Hand und Fuß und Klos hinten am Rücken. Finde ich gut. Ich finde, die alte Grafik hat alleine dadurch was, dass sie so... dass sie so klar und deutlich ist, ne? So irgendwie so übersichtlich. Also die hat auch was. Es ist halt deutlicher, man sieht das Blut besser, man sieht den Feind besser, man kann besser kämpfen, glaube ich sogar. Aber es sieht natürlich nicht so geil aus wie das hier. Und ich mag das Assault Rifle. Ich finde, hier ist das Assault Rifle so, wie es sein muss. Einfach ein verlängerter Arm vom Master Chief, der im besten Fall direkt die Gräten aus dem Schädel haut. So. Die ganze Zeit die Maus noch im Weg gehabt. Hier lang? Ja. Das sind übrigens Sachen, die auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad schon nicht mehr funktionieren. Dieses Ranballern und dann ein Schlag, das reicht eben später nicht mehr und da ist man schneller tot, als man denkt. Da muss man dann auf jeden Fall mal gucken. On the landing above us.
Und das ist auch immer geil. Man hat ja innerhalb, und das ist, kann ich kurz auch so ein bisschen als Fun Fact erzählen, man hat innerhalb der Gruppen hier, hat man eine gewisse Hierarchie. Die ganz Kleinen mit dem Buckel sind natürlich die, die am meisten abkriegen. Die Elite sind die eigentliche, quasi die, die Kaste, die direkt den Altvorderen vorgestellt ist. Also das sind so die Beschützer der schwächeren... Moment. Die Beschützer der schwächeren Aliens, die halt so eher so eine Gedanken... Die sind eher smart. Die sind smart, aber eben ungefährlich eigentlich. Ich habe gerade Prophets heißen, nie genau. Und die versklaven eben diese ganzen anderen Rassen. Und die Elite sind aber freiwillig da, die haben Bock drauf. Die sehen sich auch als was ganz Tolles, weil sie eben quasi die oberste Kaste sind. Und die behandeln dann auch alle anderen immer so schlecht. Und das Schöne finde ich, dass zwischen den Brutes, die ja mehr so diese affenartigen Wesen sind, immer so eine Rivalität besteht zwischen den Brutes und diesen Elite. Und das finde ich mega cool gemacht, weil man einfach direkt das Gefühl hat, dass selbst innerhalb dieses Universums, die einzelnen Rassen, die ja zusammen gegen uns kämpfen, dass selbst da nicht alles in Ordnung ist. Und das sorgt ja später dann auch für so eine Art Bürgerkrieg inmitten der Aliens. Also das ist super smart gemacht einfach. Wir reden hier halt von einem Spiel, das ist 20 Jahre alt, ne? Das muss man immer sehen. Und dafür so viel Lore, allein in den Gegnern, also genauso viel Lore hat man sonst nur gehabt in sowas wie Half-Life. Also in Half-Life hatte man ja auch das, dass auch die Xen-Aliens und so, dass die auch versklavt sind. Und das kriegt ja alles später noch richtig, richtig quasi Inhalt. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, da muss ich hin, ne? Okay. Und in diesem Fall war es halt auch so. I'm detecting Covenant movement outside the access ways. Activating motion tracker. Let's find a safe exit. We're too close. We need to find another route. Motion tracker shows all clear. Wait. We need to get through that door, but it's been damaged by an explosion. Yeah. Analyzing. The door's control mechanism is offline, but it's taken a lot of damage. You should be able to bash it open with a butterfly weapon. Das muss man nie wieder machen im ganzen Spiel. Und dann kriegen die auch alle, wenn man den Anführer einer Gruppe erledigt, sieht man ja, dann kriegen diese hippeligen Wesen, kriegen alle Panik, was total geil gemacht ist. Ah. Tja, Leute, zu spät. Too little, too late. Da kommen sie, die Achievements, für jeden Mist. Wie der gerade noch dumm geguckt hat. So, sehr gut gefällt mir hier auch. Oh, jetzt geht's gleich los bei Krogi, da höre ich gleich auf. Aber vorher will ich noch den Level, kriege ich noch zu Ende. Ja, sehr schön ist natürlich auch hier dieser Mechanismus, dass die ein Schild haben, die größeren, dass man den mit diesem Plasmaschuss eben... killen kann. Oh, sorry, waren die falschen. Und auch die Waffen der Gegner gegen sie verwenden, das macht einfach immer wieder Bock. Das ist auch nicht unbedingt neu. Gab es wahrscheinlich auch schon in Doom. Ja, ganz sicher. Aber hier ist halt schön, du nimmst einem eine Waffe ab und dann merkst du, ach, die ist ja eigentlich ganz geil. Die kann ich ja eigentlich benutzen. Und das war auch sehr cool, dass sie eben alles reduziert haben auf zwei Waffen. Früher gab es ja in den meisten Spielen richtig viele Waffen. Hier war dann Reduktion aufs Wesentliche, war hier Pflicht. Und das hat super funktioniert. Ah, endlich ein paar Granaten, oder? Ja. Oh oh. Direkt falsch geworfen.
The damage to the superstructure is extensive. I don't know how much more abuse the Autumn can take. Nein! Seht ihr, ich habe mich auf die Granate geworfen, um euch zu retten. Let's find a safe exit. They're right on top of us. Let's find another way through. Ernsthaft? Na gut. Motion tracker shows all clear. Wait. Oh, muss ich hier nochmal anfangen. Ärgerlich. Looks like the Covenant wanted to catch you. Es ist einfach so befriedigend, wenn er sich aufregt. Da hat mir einer die Fresse gehauen. Zack, noch einer. Das ist so das Allergeilste, ohne Scheiß. Finde ich immer wieder gut. Das ist so à la Mike Tyson. Jeder hat einen Plan, bis er in die Schnauze kriegt. Weil die das ja auch, also die Aliens hier, gerade die Elites, die kennen das ja nicht. Die kämpfen ja normalerweise nur gegen Menschen, so kleine Lappen wie die hier in ihren lächerlichen Tarnoutfits. Und die sind es nicht gewohnt, dass da plötzlich jemand kommt, der ihnen so mega einen verlangt. Ne? Das finde ich, das ist psychologisch so schön gemacht irgendwie. So. So, jetzt kommen noch mal ein paar Grenade. There's one last lifeboat. Quickly, get aboard before it launches. Ja, will ich doch. Das gucken wir uns noch an, dann hören wir auf. Now would be a very good time to leave. Krogi ist schon live, ich leite euch aber gleich rüber. Ihr könnt auch kurz noch das quasi das eigentliche Intro von Halo noch mitgucken. What is that thing, Lieutenant? Hell if I know. We're landing on it. The Autumn, she's been hit! I knew it. The Autumn's accelerating. Keys is going in manual. Still had fingers, they'd be crossed. Okay, hier hören wir jetzt auf. Es gibt natürlich am Anfang noch ein kleines Intro, glaube ich. Ja. Mann, ey, schon direkt habe ich Bock wieder Halo zu spielen. Ach, da fing die Liebe an. Das Raumschiff war cool. Aber die Landung auf Halo war für mich ein Erweckungsmoment. Ab da war klar, das Spiel ist einfach genau das, was mir gefällt. Ich wollte immer ein Spiel, was sowas bietet. Dieses schöne Grün, eine Sci-Fi-Story, so einen allmächtigen Typen, der aussieht wie aus Doom. Are you all right?
Das ist einfach alles, was ich wollte. Alles, was die wollten, ist heil runterkommen. Ja, sogar der Pilot. Ja, warum habt ihr euch denn nicht cool hingestellt, so wie ich? Warum habt ihr euch denn angeschnallt? Eure Schuld, würde ich mal sagen. Ja. Ich denke mir immer, er hätte sie auch beim Landen irgendwie mal festhalten können. Nein, alles egal. Okay, ein letztes Mal gucken wir noch. Und da sieht man auch, dass so vom Art Design auch damals schon das richtig gut aussieht. Das war einfach geil. Du hast wirklich gedacht, okay, vielleicht kann ich da ja sogar hochlaufen. Und irgendwann wird es auch passieren. Irgendwann, in 20 Jahren, gibt es endlich den Halo-Ring, der begehbar ist. Bis dahin müssen wir noch warten. Und deswegen machen wir jetzt an dieser Stelle kurz Schluss. Und mit kurz meine ich für heute. Morgen sehen wir uns wieder, übermorgen sehen wir uns wieder. Am Samstag bin ich bei, übermorgen bin ich bei Rocket Beans. Da habe ich ja heute eben schon ein bisschen drüber gesprochen, was da alles passieren wird. Und am Sonntag gibt es wahrscheinlich Harry Potter und der Anton und ich spielen Dead Space 3 im Koop. Das sind die Pläne. Jetzt schicke ich euch mit allen lieben Grüßen, die ich aufzubieten, aufzufahren habe, schicke ich euch zu Rocket Beans. Und dann könnt ihr da mal richtig einen upraiden. Da müsst ihr ja jetzt eigentlich... Da müsst ihr ja jetzt eigentlich dann noch Rocket Beans zu sehen sein. Nee, Rocket Beans. Da ist es. Just Chatting. Okay, hier ist jetzt Moin Moin, da sehe ich ihn schon. Der Walle mit dem Krogi. Wenn der Walle mit dem Krogi, was dann passiert, wie viel Erotik, knisternde Erotik dann in der Luft liegt und sich in den Haaren von Walle verfängt oder in der Mütze von Krogi, das könnt ihr jetzt miterleben. Ich wünsche euch viel Spaß. 1000 Leute gehen dorthin und haben hoffentlich Spaß. Grüßt mir die beiden. Ich gucke jetzt auch rein. Bis dann. Ne? Tschüss.